Hat Mathematik etwas mit Experimentieren zu tun? Bei dem Wort Experiment denkt man vermutlich sofort an Physik oder Chemie, also an Naturwissenschaften. Abgesehen vielleicht von theoretischen PhysikerInnen, und auch die hoffen auf experimentelle Bestätigung ihrer Ideen, bestimmen also die Beobachtung und die methodisch angelegte Untersuchung von Phänomenen aus der Natur die Naturwissenschaft. MathematikerInnen hingegen brauchen keine Labore, ihnen reichen Papier und Stift für ihre Arbeit. Oder, wie Paul Erdős es so schön ausgedrückt hat, ein Mathematiker ist eine Maschine, die Kaffee in Theoreme umwandelt. Zu diesem Bild von Mathematik als einer beweisenden oder deduktiven Wissenschaft trägt sicherlich auch bei, wie Mathematik tradiert wird. Aus Schulbüchern kennt man die roten Kästen und aus universitären Skripten und Lehrbüchern die Struktur, Axiome, Satz, Beweis und so weiter. Betont werden fertige Begriffe, Verfahren und Aussagen mit möglichst prägnanten Begründungen und Beweisen. Das ist allerdings ein weit verbreiteter Irrglaube oder zumindest kein vollständiges Bild von Mathematik, beziehungsweise, frei nach George Polya, nur eine Seite der Medaille. Natürlich hat Mathematik etwas mit naturwissenschaftlichen Experimenten und ihrer Auswertung zu tun. In diesem Beispiel betrachtet man die elastische Verformung von Festkörpern. Man nimmt Messwerte auf und sucht nach einem Zusammenhang, hier ein linearer, der als Hooke'sches Gesetz bekannt ist. Aber das meine ich nicht. In diesem Video geht es um innermathematische Experimente. Das Beispiel für innermathematisches Experimentieren, das ich hier erläutern möchte, stammt von einem der bedeutendsten Mathematiker aller Zeiten, von Leonhard Euler. Man findet es in seinen gesammelten Werken. Aufbereitet wurde das Beispiel von einem kaum weniger bedeutenden Mathematiker, von George Polya. Wir betrachten die Teilersummen von Zahlen. Dazu nehmen wir eine Zahl, bestimmen ihre Teilermenge und summieren alle Elemente dieser Menge auf. Für die ersten 7 Zahlen sieht das so aus. Die Teiler zu bestimmen ist nicht schwierig. Man geht entweder der Reihe nach alle Zahlen durch oder man macht es etwas systematischer über die Primfaktorzerlegung der Zahlen. Spannend ist für uns jetzt die Folge der Zahlen der Teilersummen. Hier 1, 3, 4, 7. Erstmal geht es aufwärts, dann 6 wieder runter, danach 12 und dann 8. Sonderbar. Schauen wir uns mal weitere Zahlen an. Euler hat sehr viele Teilersummen systematisch betrachtet. In der Tabelle stehen in den Zeilen die Zehner und in Spalten die Einer der ersten 99 Teilersummen. Die Teilersumme von 30, zum Beispiel hier, die Teilersumme von 54 findet sich hier, 120 und so weiter. Was hat Euler hier gemacht? Man könnte sagen, er hat Daten für ein Experiment generiert. Man sieht jetzt hier diese Folge, die mehr oder weniger unregelmäßig auf und ab geht, 72, 32, 63, 48, 54 und so weiter. Euler selbst schreibt dazu: Ich will gerne glauben, dass man bei der Betrachtung dieser Zahlenfolge zunächst daran verzweifelt, die geringste Ordnung darin zu entdecken. Die Unregelmäßigkeit der Folge der Primzahlen ist derart hineinverwoben, dass es vorerst unmöglich erscheinen will, festzustellen, was für ein Gesetz die Teilersummen befolgen, ohne dasjenige der Primzahlen zu kennen. Und das ist ja, wie bekannt, immer noch ein großes mathematisches Geheimnis. Es geht weiter. Es mag sogar scheinen, als ob die neue Folge noch viel sonderbarer sei als die der Primzahlen. Euler hat aber tatsächlich ein Muster gefunden. Er schreibt: Dennoch habe ich festgestellt, dass jene Folge ein wohlgeregeltes Gesetz befolgt und dass sie sogar zu den Folgen gehört, welche die Geometer rekursiv nennen, sodass man jedes ihrer Glieder nach einer festen Regel aus den vorhergehenden bilden kann. Hier sieht man jetzt Sigma vor n, also die Teilersumme, und dafür muss ich den Vorgänger, den zweiten Vorgänger, den fünften Vorgänger, den siebten Vorgänger und so weiter kennen. Schauen Sie das mal an. Wenn ich die Teilersumme von 20 bestimmen möchte, dann muss ich die Teilersumme vom Vorgänger, also von 19, und von dem zweiten Vorgänger von 18 addieren, vom fünften Vorgänger und vom siebten Vorgänger abziehen, vom zwölften Vorgänger und vom 15. Vorgänger aufaddieren und der Rest fällt weg, weil es keinen 22. und so weiter Vorgänger mehr gibt. Hier nochmal zusammengefasst. Und es kommt tatsächlich 42 heraus. Euler schreibt dann in Bezug auf diese Formel zu bemerken, dass die Reihenfolge der Vorzeichen plus und minus jedes immer zweimal steht. Plus, plus, minus, minus, plus, plus, minus, minus. Die Folge der Zahlen 1, 2, 5, 7, 12, die der Reihe nach von der vorgelegten Zahl n abgezogen werden müssen, wird klar, wenn wir die Differenzen dieser Zahlen nehmen. Also hier nochmal die Folge. Und dann sieht man, jede zweite Zahl geht aufwärts. 1, 2, 3, 4, 5. Und jede andere Zahl ist die Reihe der ungeraden Zahlen. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 und so weiter. Die Regeln sind noch etwas konkreter, also was passiert, wenn negative Teilersummen oder wenn die Teilersumme von 0 vorkommen, aber das ist hier gerade nicht so wichtig. Wie hat Euler diese Formel gefunden? Durch Experimentieren. Er hat ganz viele Beispiele systematisch ausprobiert und dann, um seine Hypothese zu testen, hat er die Formel noch auf weitere, teilweise deutlich größere Zahlen angewendet und überprüft.
Euler war von seiner Entdeckung so überzeugt, dass er sie ohne Beweis veröffentlicht hat. Er schreibt, ich kann mich auch nicht rühmen, dass ich davon eine Demonstration um Rigorosam hätte. Wann ich aber auch gar keine hätte, so würde man an der Wahrheit doch nicht zweifeln können, weil bis über 300 diese Regel immer eingetroffen. Das war im Frühjahr 1747. Erst am 9. Juni 1750, also 3 Jahre, nachdem er das veröffentlicht hatte, konnte Euler seinem Briefpartner Goldbach den Beweis mitteilen. Reflektierend bezeichnet Euler sein Vorgehen, Observationen in Mathesi pura, selbst als Beobachten und Quasi-Experimentieren. Lange Rede, kurzer Sinn, das, was Euler gemacht hat, was MathematikerInnen immer wieder machen, ist kaum etwas anderes als das Experimentieren, wie man es aus den Naturwissenschaften kennt. Erst werden systematisch Daten erhoben, dann werden Hypothesen gebildet und die werden hinterher an weiteren Daten überprüft. In der Mathematik kommt nur irgendwann noch ein Beweis dazu, der mehr Sicherheit verspricht, als Experimente sie geben können. Man beobachtet nur nicht die Natur, sondern Eigenschaften von Zahlen, geometrischen Ebenen, Funktionen oder noch abstrakteren Gebilden. Ob das jetzt auch natürlich und unabhängig vom Beobachter ist, ist eine mathematikphilosophische Diskussion, die ich hier nicht führen kann. Diese experimentelle Seite der Mathematik hat seit dem Aufkommen von Computern noch deutlich an Gewicht gewonnen. Jetzt kann man auf Knopfdruck hunderte Beispiele erzeugen und dann auswerten. Es gibt mittlerweile auch Journale für experimentelle Mathematik. Die Abgrenzung des innermathematischen Experimentierens vom mathematischen Problemlösen ist sicherlich fließend. Wer sich in das Thema einlesen möchte, findet hier meine Leseempfehlung. Weitere Videos zu mathematischen Problemen und mathematikdidaktischen Inhalten gibt es auf diesem YouTube-Kanal.